Die Rekapitulationstheorie nach Ernst Haeckel. Das ist Ernst Haeckel. Er war tätig als Mediziner, Zoologe, Philosoph und Freidenker und erweiterte die Ideen von Charles Darwin zu einer speziellen Abstammungslehre. 1866 veröffentlichte er ein Buch mit dem Titel Generelle Morphologie 2, allgemeine Entwicklungsgeschichte der Organismen, in dem er seine Theorie niederschrieb. Die Rekapitulationstheorie besagt, dass die Ontogenese die Phylogenese wiederholt. Doch was heißt das überhaupt? Das ist Tom. Er ist ein Individuum, der Art Hund. In dem Bauch seiner Mutter ist er zu dem geworden, was er heute ist. Aber nicht nur seine Mutter hat dazu beigetragen, sondern auch seine Großeltern, seine Urgroßeltern und so weiter. Die Entwicklung im Bauch seiner Mutter wird als die Ontogenese bezeichnet. Es ist also die embryonale Entwicklung eines Individuums. Die Entwicklung über all die Generationen vor Tom nennt man die Phylogenese. Sie ist also die gesamte evolutive Entwicklung der Art. Was Tom im Bauch seiner Mutter für Veränderungen durchlaufen hat, entspricht laut Haeckel der Phylogenese. Aber entspricht das wirklich der Realität? Vergleichen wir die embryonale Entwicklung von Schwein und Mensch. Hier stimmt die Entwicklung der Schwanzwirbelsäule evolutiv und individuell betrachtet überein. Im anfänglichen Stadium besitzt der Mensch eine Schwanzwirbelsäule, die fast so groß ist wie beim Embryo eines Schweins. Sowohl in der Phylogenese als auch in der Ontogenese entwickelt sich der Schwanz beim Menschen zurück, bis nur das Steißbein als eine Verlängerung der Wirbelsäule bleibt. Auf diesem Bild kann man die embryonale Entwicklung mehrerer Tierarten sehen. Dabei ist hier auffallend, dass auch offensichtlich unterschiedliche Tiere wie Huhn, Schildkröte und Mensch in ihrer embryonalen Entwicklung starke Ähnlichkeiten aufweisen. Genauso wie in der Phylogenese ähneln sich die unterschiedlichen Tierarten immer mehr, je früher das Stadium ist, das man betrachtet. Das wiederum zeigt uns nun, dass diese sichtlich unterschiedlichen Tierarten einen ähnlichen Ursprung haben. So wie es in der Evolution auch eine Urart gab, aus der sich die verschiedenen Arten entwickelt haben. Somit zeigt das ähnliche Anfangsstadium der Embryos aller Tiere eine Parallele zur phylogenetischen Entwicklung, bei der ebenfalls alle Arten von einem gemeinsamen Urahnen stammen. Allerdings spricht auch einiges gegen die Rekapitulationstheorie. Die Ontogenese eines Individuums durchläuft nicht alle Fehler der Evolution, sondern entwickelt sich im besten Fall auf direktem Wege zu den Eigenschaften hin, die sich als optimal erwiesen haben. Lange Zeit wurde die Theorie von Ernst Haeckel nicht überprüft. Vor etwa einem Jahr versuchte das Fachmagazin Current Biology anhand einer ausgestorbenen Fischart die These zu überprüfen. Da alte Fossilien vorlagen, konnte die Ontogenese mit der Phylogenese verglichen werden. Dabei fiel auf, dass die bis dahin noch kurze Stammesgeschichte nicht in der embryonalen Entwicklung wiederholt wurde, sondern sogar genauso verlaufen sein muss wie bei heutigen Fischarten. Jedoch widerlegt diese Erkenntnis nicht wirklich die Rekapitulationstheorie. Denn es muss genauer erforscht werden, ob sich die weitere Entwicklung der Fischarten nicht doch widerspiegelt. Die Rekapitulationstheorie von Ernst Haeckel besagt also, dass die Ontogenese die Entwicklung der Phylogenese wiederholt. Jedoch ist diese Theorie umstritten.